Die Rote Hilde schildert die fiktive Begegnung der Chefanklägerin des Obersten Gerichts der DDR, Hilde Benjamin, mit Hans-Jürgen Kraft. In einem politisch motivierten Prozess hat sie seinen Vater zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Diese schicksalhafte Begegnung in der Nacht vor dem Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953 wird zu einem Stück Erinnerungskultur. Jahre. Wirtschaftssabotage. Zuchthaus. Wer sich am Volkseigentum vergeht. Mein Vater ist unschuldig. Hilde Benjamin, Vizepräsident des Obersten Gerichts der DDR. Ich möchte Sie bitten, dem Gesuch auf die Begnadigung meines Vaters stattzugeben. In dieser Funktion leitet Benjamin eine Reihe von Schauprozessen gegen Staatsfeinde und Wirtschaftssaboteure. Was haben Sie sich eigentlich gedacht, hier mitten in der Nacht aufzukommen? Meinen Vater haben Sie auch mitten in der Nacht geholt. Das Gericht hat sich Ihre Lügen und Ihr Ausweis gestern Nachmittag mit ungehörter Landung angehört. Ich bin 33, wenn mein Vater wieder rauskommt. Dann haben Sie doch noch viele schöne Jahre vor sich. Und dann kommt die Angst. Die Angst, dass Sie Vater abholen, weil er von Ihnen aussortiert werden soll. Wegen ihrer harten Urteile wird sie im Volksmund Rote Hilde genannt. Vielleicht wird aus Ihnen ja noch ein ordentlicher, sozialistischer Mensch. Sie sind eine herzlose, gefühlskalte, verbitterte alte Frau. Die Nachricht. Im Zuge der von der SED verordneten Normenerhöhung kam es gestern Abend auf den Baustellen an der Stalinallee zu spontanen Arbeitsniederlegungen. Und wer wurde abgeholt? Mein Mann. Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg. Eisernes Kreuz, Verwundetenabzeichen, Offiziersaspirant. Aber das zählte alles nicht. Kommunist und Jude. Das reichte, um ihn abzuholen. Eberhard Kraft, Sie haben mit Ihren abscheulichen Taten unseren Arbeiter- und Bauernstaat sabotiert und verraten. Sie haben doch schon längst für mich entschieden, in Ihrer Unfehlbarkeit, in Ihrem Scheuklappensozialismus, in Ihrem Fanatismus. Raus! Benjamin, den Genossen Zeissner, da draußen. Läuft eine Vielzahl von Leuten wie Ihr Vater rum. Und da soll ich noch einen dazu schicken? Der Berliner DGB-Vorsitzende Ernst Schanowski forderte die Bevölkerung von Ostberlin auf, die Bauarbeiter nicht im Stich zu lassen. Tretet darum der Bewegung der Ostberliner Bauarbeiter, BVGer und Eisenbahner bei und sucht eure Strausberger Plätze überall. Solange ich hier Recht und Gesetz vertrete, wird er das nicht miterleben. Doch, das wird er! Da! Brigitte! Oh! Sind Sie wahnsinnig? Brigitte! Sie schreiben kein Wort! Hören Sie auf! Das ist ein Befehl! Der Gefangene ist mit sofortiger Wirkung aus der Haft zu entlassen. Ich habe von nichts und niemandem in meinem Leben Angst gehabt. Warum sollte ich vor Ihnen Angst haben? Das Papier! Und das unterschreiben Sie. Ich denke nicht dran! Sie werden das jetzt unterschreiben! Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Sie ich will! Sie auf! Ja, ich höre. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das hätte schon längst passieren müssen. Auf gute Freunde ist's Verlass. Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Die Partei, die hat immer Recht, Genossen ist gleich.